ist er am ersten Tag angefallen, gell? Der hat sich ganz aus der Tiefe in die Höhe geschossen, weil er sein Jacket nicht bedienen konnte. Er hat gesagt, es ist keine Luft. Nee, er war zu hoch und wollte absinken und hat aber Luft reingejagt ins Jacket. Sie sind in die Höhe und wir haben uns das an der Oberfläche dann angeschaut, es hat einwandfrei funktioniert. Dann war am nächsten Tag, hat er eben nicht tauchen sollen. Es ist einfach die ganze Zeit so weitergegangen. Er hat nicht kommunizieren können, wo sein Problem ist. Es hat immer wieder Schwierigkeiten gegeben. Also sein Ventil hat abgeblasen, er hat einfach draufgeklopft. Er hat es nicht richten können, obwohl er angeblich die 2700 Tauchgänge hatte. Es hat einfach, er hat es geistig nicht verarbeiten können, war unser Eindruck. Oder er hat einfach nicht, mir hat er meinen Hintern entgegengehalten und ich dachte, was will der von mir? Letztendlich wollte er, dass ich ihn in Bleigurt tricht. An der Oberfläche, er hat nicht artikulieren können, was er will. Also es war ganz, ganz schwierig mit ihm. Und das ist einfach, er war auch an dem, also bei dem Tauchgang, wie ihn die anderen nochmal gesehen haben, war er anscheinend wirklich ganz über dem Boden und hat eine Spur hinter sich hergezogen und sie haben ihm gedeutet, er soll doch mehr Luft ins Jacket geben. Das dürfte er dann aber noch gemacht haben, aber er war total überbleit, weil wie er sich in die Höhe geschossen hat, hat er nicht begriffen, dass sein Fehler war, dass das Jacket falsch bedient hat und hat einfach noch mehr Blei genommen. Jetzt hat er im Bleigurt gehabt und Blei in dem Jacket drinnen, also es war einfach zu viel. Also ihr habt ihn das letzte Mal gesehen, als er da auf dem Grund quasi geschleift ist? Nee, kurz später schon auch nochmal. Dann halt beim Auftauchen, gell, ist die Sicht schlecht. Also wir sind uns einfach sicher, dass es ein menschlicher Fehler war seinerseits. Wir haben ja alle zusammen gewohnt. Du hast einfach gemerkt, es gibt Kommunikationsprobleme. Wie alt war denn der Mann? 68. Und wie ging das dann weiter? Dann habt ihr gemerkt, okay, wir haben jetzt jemand verloren und... An der Oberfläche festgestellt, er ist nicht da. Es gab einen Buddy, es war jetzt nicht so, dass er alleine getaucht ist. Nein, es gab einen Buddy zudem sind wir aber auch noch in der Gruppe getaucht. Aber es ist vorher auch ganz klar besprochen worden, wenn man die Gruppe verliert, muss man sofort an die Oberfläche kommen. Und er war selber auch Tauchlehrer, er hat das auch gewusst. Also das hat einfach alles... Es ist irgendwas vorher schon schiefgegangen bei ihm menschlich. Und an der Oberfläche, wie wir dann waren, haben sofort Suche gestartet. Es haben uns noch andere Boote unterstützt. Also wir sind wirklich 5 Kilometer stromaufwärts gefahren, Strom runtergefahren, Oberfläche gesucht. Und wir haben ihn aber nicht entdeckt an der Oberfläche. Und die schon Unterstützung auch gekommen von der Wasserrettung. Sie haben unter Wasser dann noch einmal gesucht und dann aber eben was gefunden, ich glaube einen Meter unter der Oberfläche. Was haben Sie da genau gefunden? Ich habe es nicht gesehen, vom Unterkörper, ja. Und der Haiforscher Erich Ritter hat dann diese Körperteile untersucht. Was hat er dazu gesagt? Früher war, dass er sich nicht ganz sicher ist, wie es passiert ist, aber dass es höchstwahrscheinlich erst nach dem Todeseintritt, dass dann ein Hai gekommen ist. Was denkst du, was wirklich passiert ist? Also eben entweder, dass er so nicht an der Oberfläche gekommen ist, irgendwie das Jacket wieder falsch bedient hat, oder eben wirklich ein gesundheitliches Problem in der Tiefe gehabt hat, noch einen Schlaganfall, eben das, was wir schon vermuten, dass er jetzt gehabt hat vor kurzem, oder ein Herzinfarkt, der war 68 Jahre und der war nicht fit, gelesen, er muss eine gute Kondition und alles gehabt haben, es aber eindeutig nicht gehabt, der war nicht fit. Und wir haben es auch gesehen, wir waren ja mit den Haien tauchen und da war überhaupt nichts, also kein Vorfall, wir waren uninteressant für die Haie. Die gehen aufs Futter und das ist er. War der Tauchgang ein angefütterter Tauchgang? Der nicht, nee. Es war so eine Art, nicht Trifftauchgang, aber halt bei so einer Höhle. Da waren dann die sandige Haie, dann sind wir hoch und noch einmal hinunter in eine. Ich meine, sandige Haie, da tun den Menschen ja gar nichts. Gar nicht in die Höhle mit rein, also er hat oben gewartet vor der Höhle. Aber an anderen Tagen habt ihr angefütterte Tauchgänge gemacht? Ja genau, das war immer, der erste Tauchgang war für gewöhnlich angefüttert und der zweite war dann der Höhlentauchgang. Die angefütterten Tauchgänge, die waren aber nicht da, wo ihr den Drifttauchgang gemacht habt. Ja, aber ich kann dir die Distanz nicht sagen.